Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu White Day a Labyrinth. Let's go und der Hausmeister kommt. Weil ich hab da. Ich hab doch gerade erst den Part gestartet, Junge. Junge! Was ist los mit dir? Hi! Soll ich dir auch willkommen sagen? Das war jetzt natürlich nicht so geplant. Ach, verdammte Scheiße, egal. Ja, willkommen zurück zu White Day Elaborate Name School. Genauso sieht das Spiel aus. Und damit kann ich den Part auch schon wieder beenden. Nein, Spaß. Aber. Ah. Okay, und ich habe meinen Tee gerade verschüttet beim Absetzen. Geil. Nicht mal trinken kann ich. So stelle ich mir das vor. So, das heißt, ich sollte mich vielleicht ein bisschen beeilen. Denn wir müssen nämlich jetzt in diesen Raum hier. Das ist der Musikraum. Das Labor. Entschuldigung. Ich habe mich aber nicht gesehen, oder? Da ist er. Ah, ein Anatomiemodell. Okay, von mir aus könnte der jetzt wieder gehen. Wie mache ich eigentlich mal mein Feuerzeug an? So. Hier habe ich mich dann nochmal geduckt. So. Vielleicht sollte ich nicht so laut sein. Who's there? Don't come any closer. Keine Angst. Ich bin's. Is it really you? It's too dark to see well. School feels really strange tonight. What's that? Did you just hear something? Okay. Wer war das? You could say she's famous at our school. They say she started showing up at school about 3 years ago. Apparently, she comes to school at night and walks around as if she's looking for something. Some say she's an old student. Others say she's a teacher who used to get picked on by her students. The school is still turning a blind eye to her. I don't know her story, but I feel sorry for her. What was that? Tell me, did you hear a piano just now? Oh, das Musikzimmer. It's coming from the music room. You go inside first. Alles klar, mach ich. Ich find's cool, wie hier einfach diese Geisterfrau hier rumläuft und das Mädchen denkt sich nur so, ach so, ja, die kenne ich. Ist ja ganz normal. So, Zeitungsausschnitt. Unfallbericht vom 16. März 19XX. Am 15. März gegen 21:15 Uhr brach ein Feuer im Klassenzimmer für Hauswirtschaftslehre
der J High School in Seoul aus. Ich weiß nie, wie man das ausspricht. Das zum Tod einer Schülerin führte. Das Feuer verursachte einen Schaden von mehreren hundert Dollar. Der strukturelle Schaden blieb jedoch gering. Mehrere hundert Dollar ist aber nicht viel. Das Feuer wurde binnen Minuten gelöscht. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Ende der Nachtkurse, sodass sich kaum mehr Schüler im Gebäude befanden. Die Schülerin starb, während sie auf ihre Mutter wartete. Sie litt unter Asthma und die Polizei glaubt, dass einer vom Feuer ausgelöste Asthmaanfall die Todesursache war. Der Vorfall wird weiter untersucht, um die genaue Todesursache zu ermitteln. So. Ich sollte vielleicht mal irgendwas zu mir nehmen. So. Jetzt sehe ich doch schon wieder richtig geil aus. So, Musikraum. Da tropft Blut von der Decke. Das sehe ich doch. Klavier spielen. Oh Gott, ist das bestimmt auch wieder irgendein Rätsel, oder? Mehr ist hier aber nicht. Geheimnis von der Notiz. Die Pendeluhr steht Kopf. Seine Stimme soll der Schlüssel sein. Der Schlüssel zum Geheimnis des Musikzimmers. Seine Stimme. Ah, da brauche ich wieder einen Code. Ja! Ich finde schön, dass das Blut Klavier spielen kann. Das gefällt mir doch sehr. Ach so! Oh Gott, da muss ich gerade mal kurz den Ton ein bisschen lauter machen. Ach, jetzt kommt das gar nicht. Wow, okay, das ist zu laut. Ich meine, so viele Tasten hast du ja nicht. Mir ein Video zu angucken, ey, das kann ich doch nicht. Also ich meine, ich könnte das natürlich schon raushören, aber ich weiß noch nicht, welche Tasten da gespielt werden. Boah, ist das krass. Also ich, wie gesagt, ich. Das Blöde ist, ich finde, die Tasten sind viel zu nah beieinander. Da muss ich mir einen Guide so angucken, ey. Okay, die schwarzen Tasten kann man nicht spielen. Oh nein, jetzt habe ich es verpasst. Jetzt habe ich nicht auf den Guide geachtet. Okay, ich muss kurz mal auf den Guide achten, Leute. Also ich meine, du musst einfach nur das nachspielen, was du hörst. Aber ich finde, die Tasten sind nur so nah beieinander, dass man einfach nicht raushört, welche Tasten da gerade genau gespielt werden. Ich meine, irgendwann wirst du schon drauf kommen, aber das kann Jahre dauern. Okay, hat erst den da gespielt. Wie bitte was? Ah.
Hallo? Das hat er doch ange... Sag mir jetzt bitte nicht, dass das jedes Mal anders ist. Das wäre ja zu krass. Obwohl aber. Das sind auf jeden Fall die letzten beiden hier, die hier. Das höre ich. Kann ich auch nicht ernst meinen. Die können mir doch auch nicht sagen, dass es jedes Mal anders ist. Nie im Leben. Ja, in dem Guide spielt halt wirklich das hier. Warum kann ich mir das nicht hier nochmal irgendwie anhören? Aber die können doch nicht jedes Mal... Ah, okay. Er spielt doch was anderes. Er spielt... Scheiße! Das Blöde ist, das Video geht halt viel zu lange. Und ich kann nicht jedes Mal nur 3 Sekunden zurückspulen. Mann! Zeig mir, wie du spielst, Junge. So, erst den. Dann den. Dann wieder den. Dann den. Dann den. Dann den. Ah, okay. Alles klar. So, Leute, Entschuldigung, hat ein bisschen gedauert. So, Klavierbankschlüssel. Stecken wir den noch rein, oder? So.
Ein weiteres Bildschnipsel. Oh, und Cutscene. Hey, Ji-Shun. Oh. Where have you been? I've been looking everywhere for you. Is that so? I didn't know. Sorry. Let's get going. He's too busy chasing after so young. Come on. What are you doing? Wouldn't it be smarter to stay together? Don't you get it? He doesn't care at all about us. Eigentlich nicht. And even if you're in the same class as him, can he be trusted? Well, he probably doesn't know his way around here yet. So what? We don't know him at all. Was ist denn los mit euch? We are leaving now. You better come to your senses and find your way out as well. Ihr beide werdet so verrecken. Uff, okay. Okay. Nein, 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 nein. Nee, schon wieder der Hausmeister. Nee, schon wieder er. Ah, da liegen Beruhigungspillen. Okay, cool. Ach Gott. Muss ich jetzt wirklich warten, bis er wieder weg ist? Ach komm. Wo steht er denn? Was ist denn los mit ihm? Entschuldigung. Ach, dann nehme ich halt noch einen Schluck. Geil. Alter, der steht doch nicht vor der Tür und wartet, oder? Einfach mal kurz im Guide gucken, wo er als nächstes hingeht, weil ich keine Ahnung habe. Weil das Blöde ist irgendwie, dass der schriftliche Guide, den ich habe, an den ich mich normalerweise auch richten wollte. Okay, er ist weg. Der geht davon aus, dass man irgendwie schon alles weiß. Da stand zum Beispiel, löse das Piano-Rätsel, da stand nicht drin, welche Tasten man drücken sollte. Die hätte man ja mit Zahlen benennen können. Oder genauso wie, geh in den Music Supply Room, das ist wahrscheinlich der hier. Wait, what? Wait, what? Okay. Bei ihm im Guide ist dieses Mädchen mit den kurzen Haaren, also die mit der Brille, die folgt ihm. Habe ich irgendwelche Entscheidungen getroffen, die ich bereuen sollte? Was? Okay. Aber ich habe gesehen, hier liegt noch eine Notiz. Finde meinen Körper! Ich weiß ja nicht. Warum habe ich nur zwei Geistergeschichten? Okay, das ist strange. Es war so heiß, dass man kaum mehr atmen konnte und die Heuschrecken zirpten wie verrückt. Der Vorarbeiter an der Baustelle zur Verbindung des Neubaus mit dem Hauptgebäude war von allem genervt. Seiner Ansicht nach war das ein sinnloses Projekt. Aber da er dafür bezahlt wurde, würde er sich nicht beschweren. Nach dem Mittagessen knallte die Sonne noch heißer herab und die Hitze begann, vom Asphalt aufzusteigen.
Die Bauarbeiter protestierten, es sei zu heiß, um zu arbeiten. Der Vorarbeiter war zugleich neidisch und erbost über das dreiste Verhalten der Arbeiter. Doch er sah ein, dass es zu heiß war. Der Vorarbeiter ordnete eine Pause an. Die Arbeit ging ohnehin nicht voran und es würde die Sache nicht dienlich sein, wenn ein Arbeiter jetzt noch einen Hitzeschlag erlitt. Die Arbeiter verzogen sich in den Schatten und schliefen prompt ein. Doch etwas ereignete sich, als sie alle schliefen. Ein lautes Knacken schallte über den Campus. Es klang, als sei das Baugerüst durch das Sicherheitsnetz gekracht. Immer noch im Halbschlaf nahmen die Arbeiter keine Notiz davon und drehten sich einfach um. Der Vorarbeiter konnte sich so etwas nicht leisten. Sollte tatsächlich etwas geschehen sein, so war er dafür verantwortlich. Er schrie seine Arbeiter an, das Sicherheitsnetz zu überprüfen, doch sie taten, als hörten sie ihn nicht. Genervt entschied der Vorarbeiter, die Aufgabe selbst zu übernehmen. Die Arbeiter waren froh, als er alleine davon marschierte. Plötzlich schrie der Vorarbeiter laut auf, gefolgt von einer unheimlichen Stille. Die Arbeiter sprangen auf und liefen auf den Vorarbeiter zu. Dieser stand starr vor Schreck vor einem grausigen Anblick. Dort, wo das Gerüst durch das Sicherheitsnetz gefallen war, lag die Leiche einer Frau. Nur hatte die Leiche keinen Kopf. Der Vorarbeiter und seine Arbeiter erkannten die Frau sogleich als eine Mitarbeiterin eines nahegelegenen Restaurants. Aus dem Sumpf ihres Halses ergoss sich dunkles rotes Blut über den Boden. Die Vorarbeiter und seine Arbeiter arbeiteten schweigend und schnell. Es war das erste Mal, dass sie so gut zusammengearbeitet hatten. Obwohl sie überall suchten, konnten sie den Kopf nirgends finden. Schließlich versenkten sie die Leiche im Zement und schickten den Block an die Abfallentsorgungsanlage. Es schien, als hätten sie den Vorfall perfekt verschleiert. Außer ihnen würde niemand wissen, was geschehen war. Doch aus irgendeinem Grund ließen nach diesem Vorfall die Unfälle nicht nach. Arbeiter verletzten sich viel häufiger als früher. Dies verlangsamte den Fortschritt an der Baustelle und es ging das Gerücht um, die Baustelle sei von einem Geist heimgesucht. Der Vorarbeiter schäumte vor Wut und befahl seinen Arbeiter, den Mund zu halten. Doch schließlich stürzte ein Flaschenzug aus dem dritten Stock herab und begrub einen Arbeiter unter sich. Auch wenn sein Körper völlig verunstaltet war, so war sein Gesicht doch seltsam unversehrt. Der Vorarbeiter bekam Angst und beschloss, sich der Polizei zu stellen. Doch auch danach gingen noch Gerüchte über einen fliegenden Kopf auf der Baustelle um. Letztendlich war der Bauarbeiter trotz des langsamen Fortschritts abgeschlossen. Als die Schule nach den Sommerferien erneut öffnete, wurde ein grausiger Fund gemacht. Der Kopf einer Frau lag im Garten. Es hieß, der Kopf sah aus, als sei er gerade erst vom Rumpf getrennt worden, obwohl das seit Wochen in der Hitze des Sommers gelegen haben musste. Okay, krasse Story. Ich gehe mal wieder hier rein, einfach nur aus Vorsicht. Ich finde das so cool, dass das Mädchen ihm folgt. Was habe ich für falsche Entscheidungen getroffen? Ich will, dass sie mir auch folgt. Mann. So, ich habe ja ein bisschen Angst rauszugehen wegen dem Scheiß. Hausmeister. Ich weiß noch nicht, wo ich hin muss. Ich muss auf den Guide warten. Es tut mir leid, Freunde. Aber dieses Spiel ohne Guide ist halt hart. Ja? Ziemlich hart. Sobald auch irgendwie eine Cutscene im Guide startet, ja, nicht denken, dass ich jetzt mich irgendwie spoilern lasse, sondern dann werde ich direkt pausieren und werde zu der Cutscene hinlaufen. Ich werde mich ja keiner Cutscene spoilern lassen. Das machen wir auf gar keinen Fall. So, der Typ ist immer noch die Geschichte am Lesen im Guide. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten. Wir schauen uns ein bisschen das Blut an, was von der Decke tropft. Warum folgt sie ihm? Mann. Entschuldigung. Oh. Okay, er ist abspeichern gegangen. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Safe Station. Banana Safe Station. So. Sie redet vor allem auch die ganze Zeit mit ihm. Mann. Okay, er geht eins hoch. Er geht eins hoch in den ersten Raum. Wie
Bitte sag mir, dass der im Treppenhaus ist. Nein! Ist er nicht. Ist er nicht. Natürlich ist er das. Okay, komm, töte mich. Natürlich war er nicht im Treppenhaus. Hey, wo bin ich denn jetzt? Warum bin ich denn hier? Das ergibt für mich wenig Sinn. Vielleicht habe ich aber jetzt die Chance, ihn ein bisschen auszudricksen. Halt die Schnauze. Oh Gott. So! Kommt der noch oder ist er weg? Okay, irgendwie ist er nicht da. Ich meine, gut, ich spiele auf leicht, ne? Vielleicht habe ich ihn jetzt komplett ausgetrickst. Komm, mach die Tür zu. So. Er ist hier reingegangen. Mach mal das Licht an. Nee, oder? So, das ist der Raum mit dem Bunsenbrenner. Aber was genau bezweckt das denn jetzt? Hier liegt auf jeden Fall noch eine Schulmünze. Konservierte Spinne? Alles klar! Oh, was? Oh! Er ist halt wirklich nur für die Spinne hier hingegangen. Oh mein Gott. Wieder zurück. Lass mich durch. Ah! Ich wollte jetzt raus. Ach. Nur für die Spinne da hingegangen, der Sack. Okay, das wusste ich nicht. Okay, als er in dem Guide geschrieben hat, man sollte in den Music Room Supply Gedöns gehen. Ja, man kann den Code wissen. Oh Gott. Wie viele von diesen Filzstiften habe ich eigentlich noch? Sieben! Ja, easy! Boah, ist ja Wahnsinn! Ach komm, geh bitte. Geh, aber geh mit Gott. Ob der Hausmeister auch kommt, wenn das Mädchen dir folgt? Weil dann würde er ja zwei Leute gleichzeitig verfolgen, eigentlich. Ich hoffe, er ist im Treppenhaus.
So, jetzt bin ich im Labor. Hier will ich aber eigentlich noch gar nicht hin. Ich muss in den Musikraum. Oh, wo ist er denn? Das Blöde ist, ich brauche halt da meine Ruhe. Halt im Gang. Er ist halt im Gang. Er ist halt sowas von im Gang. Kann der bitte aus dem Gang rausgehen? Ich sehe den vor allem nicht. Ich sehe halt auch seine Taschenlampe oder so nicht. Ach komm, das mit dem Musikraum würde ich jetzt gerne noch machen. So, da wären wir. Ich brauche wahrscheinlich Licht. So, da, wir brauchen den Code. Und den Code kriegen wir von... dem hier. Da, 1328. 1328. So. Das nächste Bildschnibbel. Und das war's auch schon, oder was? Uff. Hä? Warum ist das Licht jetzt ausgegangen? Hallo? Entschuldigung. Oh mein Gott, ey. Das wird auch der letzte Part sein, den ich heute aufnehme. So, jetzt habe ich 3 Bildschnibbel. Was machen wir jetzt damit? Aha. Okay. Okay. I see. Was heißt das nicht hier? Ich bin beeindruckt. Tada! Das Bild ist komplett. Und er hält eine Vase. Ist das zufälligerweise genau die Vase, die in dem Fundbüro steht? Kann das sein? Ich meine, da bin ich ja jetzt eh auch, ne? Selbe Etage. Dann werde ich mir das wohl mal angucken. So, ich habe die Vase. Und jetzt? Was mache ich mit der Vase? Alles klar. Fernbedienung für die Stereoanlage. Und die befindet sich wo? Im Musikraum oder nicht? Oder haben die aus dem Musikraum rausgeholt?
Warte, wie creepy, die einfach immer hinter dem steht. Doch, im Musikraum, tatsächlich. Ach, da oben. Okay. Warum folgt das Mädchen mir nicht? Was habe ich getan? Was habe ich für Entscheidungen getroffen in meinem Leben, ey? So, ich würde aber sagen, ich speichere hier. Und das mit der Savvy-Anlage gucken wir uns im nächsten Part an. So, hat das jetzt auch gespeichert? Ja. Gut, Leute. Dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Und ich sage bis dahin. Tschüss.